Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses heutige Video ist tatsächlich mit einerseits aus der Not spontan entstanden, allerdings auch aus einer längeren Idee. Und zwar, ich meine, du liest wahrscheinlich im Titel, denn ich suche einen Cutter. Ich werde dir die Situation nochmal ganz kurz erklären, falls dich nicht interessiert. Ich werde unten in die Videobeschreibung Timestamps packen. Das heißt, du kannst einfach an die entsprechende Stelle vorskippen. Und zwar, warum suche ich einen Cutter? Ganz einfach. 10. Klasse, Gymnasium, technisches Gymnasium. Ist nicht einfach, vor allem als jemand, der früher nie gelernt hat, dem früher Schule komplett egal war, der jetzt auf einmal maximal viel lernen muss und eigentlich keine, kann man schlecht sagen, aber zumindest enorm unter Zeitdruck steht. Deswegen suche ich einen Cutter, um das übergangsweise zu machen. Ich habe jetzt auch nächste Woche noch 4-5 Arbeiten zu schreiben, also in 5 Tagen, je nachdem, wie gnädig Lehrer sind, dadurch, dass Homeschooling herrschen wird eigentlich nächste Woche und wie das jetzt verläuft. Aber im schlimmsten Fall wirklich 5 Arbeiten in einer Woche, also wirklich jeden Tag eine. Ich bin jetzt schon dabei, komplett zu lernen und es ist einfach nur krank, wo ich mir denke, so, Alter, denken Lehrer überhaupt nicht mit, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Aber dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die du haben solltest, wissen, bla. Du solltest Ahnung von Chroma Key haben, also das heißt Greenscreen. Du solltest wissen, wie du mit Greenscreen umgehen kannst, der notfalls auch ein Bluescreen oder ein Yellow oder ein Pinkscreen ist. Das kann sich, aktuell mein Intro läuft auf Greenscreen, allerdings gibt es so manche Intros, die halt von der Farbe her grün und blau verwenden und deswegen halt kein Greenscreen dann sind. Das heißt, dein Programm sollte im besten Falle auch über Farbanpassung bei Greenscreen verfügen. Notfalls kann man sich darauf einigen, dass ich das vorrendere und dann ohne Hintergrund verschicke, dir gebe. Dann solltest du über Effekte Bescheid wissen, welche Effekte hat mein Programm, welche Möglichkeiten habe ich, wie einfach ist es, Effekte hinzuzufügen, denn natürlich so ein paar mehr Effekte verwendet haben und zu Effekten gehören natürlich auch so Sachen wie Zoom, Camera, Movement, was noch alles so dazu gehört. Dann solltest du wissen, wie du Videos so cuttest, dass sie an sich ja schön short sind, dass du es schon rauskürzt, ohne die Szenen raus, Nachdenkpausen, wo ich mal vielleicht auch ein paar Versprecher, ein paar loste Clips, einfach, ja, so dass es von der Videolänge her passt und auch vielleicht, wie du ein Video witziger machen kannst, indem du vielleicht eine Aussage von mir, die ich irgendwann mal getroffen hast, keine Ahnung, ich bin nicht geldgeil, und dann schreie ich irgendwann mal Money, Money, Money oder sowas. Oder wenn ich irgendwie über Geld rede, dann so dieses Knossi, give me the money, raus from the Kasse. Ja, sowas einfach einspielen, was halt einfach für ein bisschen Lockerung des Videos sorgt, was die meiner Meinung nach auch so ein bisschen witziger macht. Zumindest sehe ich das Ganze so. Mehr interessant machen einfach. Dann natürlich solltest du Motivation mitbringen, denn Motivation ist wichtig, damit du nicht direkt nach, keine Ahnung, 2 Wochen sagst, boah, du hast ja eh nur 100 Abos, setz doch mal das Video aus, also tu einfach mal jetzt für 2 Wochen nicht so klein, ist mir doch egal, oder mach's doch selber. Weil darauf kann ich mich halt, ja, das ist suboptimal, wenn ich mich nicht auf euch verlassen kann. Und deswegen solltest du natürlich auch Motivation mitbringen. Und mindestens 14 Jahre alt sein. Dann kommen wir dazu zum Programm. Habe ich vorhin ja schon mal ganz kurz so ein bisschen angeteased. Das Programm an sich ist mir egal, welches du verwendest. Verwende dein Lieblingsprogramm, mit dem du am besten zurechtkommst. Es gibt natürlich einige Voraussetzungen für dein Programm, die dein Programm bestehen muss, um, ja, ich sag's einfach mal, diesen Härtetest zu bestehen. Das wäre einmal, das Video sollte in Full HD können, also wirklich Full HD. Im besten Falle wird wahrscheinlich in 500 Jahren irgendwann mal kommen. 4K, das ist optional, natürlich wirklich bis maximale Render Resolution. Und es sollte natürlich ein wasserzeichenfreies Programm sein. Das heißt, es sollte jetzt nicht unten drin stehen, made with bla bla bla, cutted with bla bla bla. Sowas ist witzlos, macht Videos meiner Meinung nach auch kaputt. Zeigt von, ich drück's mal vorsichtig aus, von Dummheit, von Unwissenheit. Also du kannst in der Theorie eigentlich jedes Programm verwenden, was diese Anforderungen hat. Und ja, es ist, verwende dein Programm deiner Wahl, mit dem du am besten zurechtkommst. Und natürlich, du als Person. Du solltest auch wirklich dahinter stehen, bereit sein,
ein bis zwei Videos plus Stream-Highlights, denn ich habe tatsächlich vor, meine Videorate ein bisschen hochzufahren, zu cutten. Stream-Highlights kann im schlimmsten Fall, wenn es mal in den Ferien ist, können es bis zu 7 Streams pro Woche sein, also jeden Tag einen. Da kann ich dann natürlich auch gerne unterstützen ein bisschen, dass ich mitcutte, und es geht ja nicht darum, den ganzen Stream hochzuladen, sondern es geht halt einfach um eine Sequenz, und wenn mein Stream nicht so geil war, keine Ahnung, da waren nur Lautzeugs drin, dann auch nicht bearbeiten. Aber das sind so die Sachen, die du machen solltest. Dann fragt ihr euch natürlich, wie kann ich mich bewerben? Die Bewerbung ist eigentlich relativ einfach, und zwar sie geht über ein Google-Formular. Das klickst du einfach an, füllst die entsprechenden Felder aus, und du findest auch in der Videobeschreibung den Download-Link zu dem Testvideo, was du cutten sollst. Das Testvideo ist 45 Minuten lang, soll auf eine Länge von 14, also 10 bis 20 Minuten gemacht werden. Länger eigentlich als 20 Minuten nicht, weil das meiner Meinung nach für ein Video zu lang ist. Und da geht es nicht darum, wegen Monetarisierung und Geldgeilheit, sondern ich finde einfach die Videolänge von so 14 Minuten schön gechillt. Deswegen, ja, auf die Länge in etwa zu cutten, da wird viel, viel rausgeschmissen werden. Viel, viel Lostheit, viel, viel. Ja, das war einfach mal eine Aufnahme, die ich immer mal so random aufgenommen habe. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich geschwitzt. Und ja, deswegen die Datei einfach runterladen, einfach cutten. Die Bewerbungsphase endet, ich würde sagen, am 31.12. Das heißt, an Silvester um 0 Uhr endet die Bewerbungsphase. Wir werden uns danach auch in mehreren Videos die Bewerbung angucken, und die Bewerbung, je nachdem wie viele Leute sich jetzt bewerben, kann ich natürlich im Vorhinein jetzt nicht sagen, ob es genau eine Person gibt, denn tatsächlich eine Person hat auch schon Interesse bekundet. Grüße gehen an der Stelle raus an dich, Best of Paluten. Ich rede eigentlich schon wieder viel, viel zu lange für so ein kurzes Infovideo, kurz schon wieder. Aber ja, jetzt weißt du, wie du dich bewerben kannst. Bewirb dich gerne, ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß bei der Bewerbung, und dann würde ich mich freuen, dich vielleicht im Team begrüßen zu dürfen. Bis dann.